Mallorca und Ibiza. Die Top-Reiseziele der Deutschen. Auch in diesem Jahr boomt der Tourismus. Urlaubsstimmung. Ob Luxusleben auf der Partyinsel Ibiza oder der Ballermann auf Mallorca. Wir fahren vor uns, probieren. Überragend. Es ist auf jeden Fall eine super Insel. Super Stimmung. Super Stimmung. Doch für die Einheimischen sind der Lärm und der Müll die Hölle. Die Behörden tun einfach nichts, beschwert sich dieser Anwohner. Hochsaison. Mallorca und Ibiza sind an der Grenze. Die Kläranlagen sind völlig überlastet. Laufen sie über, dann werden die Fäkalien ins Meer gepumpt. Genau dort, wo die Urlauber baden. Massentourismus. Wie werden die Menschen, die hier leben, damit fertig? Dieser Frage wollen wir nachgehen. Anflug auf den Flughafen von Palma de Mallorca. Es ist ein ganz normaler Samstag in der Hochsaison. 1100 Starts und Landungen sind für heute geplant, an einem einzigen Tag. Was erwarten Sie sich von Ihrem Urlaub hier auf Mallorca? Naja, sehr viel Alkohol auf jeden Fall. Schönes Wetter, Meer, Strand. Entspannen, erholen. Für sie beginnt jetzt der Urlaub. Und für andere bedeuten die Touristenmassen Hochstress. Der Besuch auf dem Tower des Flughafens ist streng verboten. Wir dürfen für 5 Minuten dort filmen. Antoni Capo Benassar überwacht die An- und Abflüge. Höchste Konzentration. Alle 2 Stunden muss er 30 Minuten Pause machen, so die Vorschrift. Im Minutentakt starten und landen die Flugzeuge. Der kleinste Fehler könnte zur Katastrophe führen. Manchmal gibt es hier einen Notfall, sagt der Fluglotse. Doch wir sind darauf vorbereitet und wissen, was wir tun müssen. Wir sind ausgebildet, die Maschinen zu überwachen, sodass es kein Problem mit der Sicherheit gibt. Der Flughafen ist jetzt schon überlastet. Doch es sollen noch mehr Starts und Landungen erlaubt werden. Dagegen wehren sich die Fluglotsen und ihre Gewerkschaft. Es gibt kritische Momente, sagt Mara Rio Salido. Zum Beispiel, wenn ein Vogel in das Triebwerk geraten ist, und das passiert sogar sehr häufig. Und wenn dann die Arbeitsbelastung sowieso schon sehr hoch ist, dann wird der Stress natürlich riesengroß. Flughafen Palma de Mallorca. 28 Millionen Passagiere pro Jahr. Während die einen abfliegen, haben die anderen ihre Ferien noch vor sich. Per Bus geht es dahin, wo die meisten Deutschen ihren Urlaub gebucht haben, an die Playa de Palma. Hier ist alles ausgebucht, nicht nur am legendären Ballermann. Saufgelage und laute Musik sind eigentlich per Gesetz auf Mallorca verboten. Doch das interessiert hier niemanden. Biel Barceló ist Mallorquiner und wohnt gleich hinter dem Strand. Er ist Handwerker, muss am Morgen früh raus. Der Lärm, der Müll, die Saufgelage, ihm reicht es schon seit langem. Immer wieder hat er sich beschwert, ohne Erfolg. Está la policía.
Die Polizei ist nicht da. Sie ist schlicht nicht da. Einmal pro Woche, einmal im Monat machen sie einen Einsatz, damit es in der Zeitung steht, dass sie was dagegen machen. Ich bin hier geboren, habe über die Jahre gesehen, wie der Tourismus immer mehr gewachsen ist. Das ist zum Heulen. Es ist eine Schande. Deshalb haben wir uns jetzt organisiert. Versuchen, das zu machen, was die Verwaltung bislang nicht getan hat. Para intentar hacer lo que el ayuntamiento ha sido incapaz de hacer hasta ahora. Gracias. Gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Hombre, gracias, gracias. Klar, die Einheimischen können sich darüber beschweren, aber die, wo daherkommen, der lebt auch davon, oder? Er lebt davon. Nein, er lebt nicht davon, aber beschwert sich trotzdem. Können Sie die Beschwerden verstehen, so ein bisschen? Schon, aber dann ist die spanische Regierung darüber schuldig, dass sie sowas hier erlauben. Aber Mallorca ist ja, glaube ich, so ein Staat für sich, oder? Mallorca ein Staat für sich? Man könnte es fast glauben. Die Deutschen lassen ihren Dreck hier liegen, die Holländer, die Spanier. Alle Touristen machen das. Alle, die hierher kommen und die totale Party machen. Ohne irgendwelche Grenzen, ohne dass ihnen irgendjemand sagen würde, dass das nicht geht. Sie wissen, dass hier kein Polizist auftaucht, der sie behelligt. Wenn die Touristen wüssten, dass die Polizei käme, dann wäre das anders. Da bin ich ganz sicher. Wenige Meter hinter dem Strand zeigt uns Biel Barceló die legendäre Schinkenstraße. Party total, rund um die Uhr. Das Problem ist, dass sich die Partys in unsere Wohnviertel ausbreiten. Wenn die Urlauber so richtig betrunken sind, dann gehen sie an den Strand. Sie schreien rum. Und das 24 Stunden lang. Wie soll man denn da schlafen? Der Ballermann. Ein Ort, wo die Sau rausgelassen wird. Hauptsache Party. Wie es den Einheimischen geht, etwa hier in Arenal, das nehmen die Urlauber nicht wahr. Wir suchen nach der anderen, der schöneren Seite von Mallorca und machen uns auf zu einer Inselrundfahrt. Das malerische Bergdorf Valldemossa im Tramuntana-Gebirge. Auf den ersten Blick Idylle pur. Doch auch hier treffen wir schnell auf die Touristenmassen. Tausende machen die gleiche Inselrundfahrt wie wir. Mit dem Leihwagen oder wie diese besonders sportlichen mit dem Rennrad. Doch für die meisten heißt es an jedem Aussichtspunkt erstmal Parkplatz suchen. Die Rückfahrt wird schnell zum Geduldsspiel. Je näher wir in Richtung Palma kommen, desto dichter wird der Verkehr. Was?
Stefan. Palma de Mallorca, die Inselhauptstadt mit der ehemals maurischen Festung und der Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert. Ein Muss, vor allem für die Millionen Kreuzfahrttouristen, die Jahr für Jahr Mallorca besuchen. Sightseeing in Gruppen, ob Kathedrale oder Radfahren in der Altstadt. Damit niemand verloren geht, gibt's Aufkleber. Good. Und schon kommt das nächste Schiff, die Symphony of the Seas, mit 7000 Passagieren, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Kurze Zeit später werden die Touristen vom Hafen zur Altstadt gebracht. So geht es Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Doch wie werden die Menschen, die in Palma leben, mit dem Ansturm fertig? Verabredet haben wir uns mit Margalida Ramis, die für den mallorquinischen Umweltverband GOP die Auswirkungen des Massentourismus untersucht hat. Palma hat zwei große Einrichtungen, zum einen den Flughafen und zum anderen den Hafen. Am Flughafen kommen an die 15 Millionen Urlauber an, die sich auf der Insel verteilen, die aber auch die Stadt besuchen. Und im Hafen kommen rund 2,1 Millionen Kreuzfahrer an. Das müsste einfach begrenzt werden, aus sozialen und aus Umweltgründen. Eine andere Tourismuspolitik wäre nötig, und zwar nicht für die Touristen, sondern für uns selbst. Palma de Mallorca. Rund 400.000 Einwohner und viele Millionen Besucher auf Stippvisite. Wir folgen Juan Fortesa durch die Altstadt. Er ist Vorsitzender einer Anwohnerinitiative und will uns zeigen, wie sich Palma verändert. Hier sehen wir ein Haus, das vor kurzem renoviert wurde. Die Bewohner mussten ausziehen, denn am Ende haben sie die Wohnungen verkauft über ein Unternehmen, das eng mit dem Tourismus verknüpft ist. Zu einem Preis, den kein Bewohner von Palma bezahlen kann. Inassumibles para un residente de Palma. Das hier ist ein alteingesessenes Geschäft, das noch überlebt hat. Es gibt es seit 1685, seit fast 400 Jahren. Die Familie hat es immer weiter vererbt. Bis zum heutigen Tag konnten sie das Geschäft erhalten. Ein Geschäft in bester Lage, das Stoffe und Kurzwaren an Einheimische verkauft und nicht Souvenirs an Urlauber. Das ist ungewöhnlich. Naja, sagt die Besitzerin, das Geschäft liegt sehr zentral. Wir haben viele Angebote gehabt, aber wir hängen sehr daran, mit viel Liebe. Wir wollen durchhalten und überleben. Noch gibt es den kleinen Laden, aber vielleicht eröffnet hier schon bald die nächste Luxusboutique. Hier ist noch so ein Fall. Von denen gibt es viele. Dieses Haus wird nicht mehr von Leuten aus Palma bewohnt. Sie haben es in ein Hotel umgewandelt. Die Menschen, die hier gewohnt haben, mussten Palma verlassen. Sie hatten keine Wohnung gefunden, die sie bezahlen konnten.
Am nächsten Tag fällt uns etwas auf. In der Nacht hat es ein Gewitter gegeben. Und wir sehen in diesem Kanal Abwasser, das ungeklärt ins Meer fließt. Zufall? Etwa eine defekte Kanalisation, die bei Regen übergelaufen ist? Wir haben in Palma ein großes Problem mit dem Wasser in der Bucht. Das hat mit den Kläranlagen zu tun, sagt Margalida Ramis, die Umweltschützerin. Es kommen einfach zu viele Menschen und die Kläranlagen sind dafür nicht ausgelegt. Sie haben nicht genug Kapazitäten, um das Abwasser zu reinigen. Wir wollen das kaum glauben, verabreden uns am Strand in Richtung Playa de Palma mit Juan, einem Taucher und Umweltaktivisten, der hier lebt. Er kommt regelmäßig hierher, dokumentiert mit seiner Kamera, was unter Wasser geschieht. Der Müll am Strand, so sagt er, sei noch das geringste Problem. See. Das ist von einem Handtuch. Plastikmüll am Meeresgrund. Und dann ein Abwasserrohr. Hier werden Fäkalien direkt ins Meer gepumpt. Verbunden seien die Rohre, so der Taucher, mit der Kläranlage von Palma. Gereinigtes Abwasser, Fäkalien, eingeleitet in eine Badebucht? Kann das wirklich sein? Wir haben uns mit dem Leiter der Kläranlage verabredet. Leider stimmt das, bestätigt uns Victor Fernandez. Die Anlage sei in den 70er Jahren gebaut worden und besonders in der Hochsaison heillos überlastet. Also ganz ehrlich, ich bin etwas frustriert, weil wenn eine Stadt wie Palma, eine touristische Stadt, eine Kläranlage hat, die 43 Jahre alt ist, dann ist das ganz und gar nicht normal. Wichtig wäre es, eine neue Kläranlage zu bauen. Eigentlich ein einfaches Projekt, aber das wird noch ein paar Jahre dauern. In Sachen Abwasser sieht das überall auf Mallorca so aus, dass die Kläranlagen so alt und so überlastet sind? Die Mehrheit der Kläranlagen, ja. Seien wir ehrlich, sie sind viele Jahre alt. Veraltet, leider. Und so ist es kein Zufall, dass es an den Stränden oft so aussieht. Dort, wo die Menschen baden. Einheimische wie Touristen. Abwasser im Meer. Das ist nicht nur gesundheitsgefährdend und ekelerregend. Die Fäkalien überdüngen das Wasser. Die Folge: schleimige Algen am Strand. Ganze Ökosysteme werden zerstört. Darüber wollen wir mehr erfahren. Wir reisen auf die Nachbarinsel Ibiza. Thank you.
Unser erster Eindruck: Ibiza ist in der Hochsaison genauso überfüllt wie Mallorca. Zu Tausenden drängen sich die Urlauber an der Playa del Bossa, dem Hauptstrand der Insel. Auf Ibiza geht es nicht nur um Badeurlaub, sondern um Selbstinszenierung, Spaß und um cooles Chillen in den vielen Strandclubs. Eine Bucht weiter, das gleiche Bild wie auf Mallorca. Abgestorbenes Seegras, vom Meer angespült. Und mittendrin immer wieder Plastikmüll. Am Meeresgrund vor Ibiza gibt es ausgedehnte Seegraswiesen, Posidonia genannt. Sie gehören zum UNESCO-Weltnaturerbe. Im Auftrag der Inselregierung der Balearen untersucht Daniel Thomé den Zustand der Posidonia-Wiesen. Sie sind wichtig für den Klimaschutz. Die Pflanzen speichern CO2. Sie sorgen für klares Wasser. Sie sind die grüne Lunge des Mittelmeeres. Um ihre Zukunft macht sich der Wissenschaftler Thomé große Sorgen. Wir haben hier auf den Balearen sehr viele Touristen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Posidonia-Wiesen. Dabei geht es um zwei Dinge. Zum einen um die Masse der Schiffe hier und zum anderen um die vielen Menschen, die viel Abwasser verursachen. Und ja, wir können bereits einen Rückgang der Posidonia-Wiesen feststellen. In dieser Bucht sind die Luxusjachten das Problem. Sie alle ankern in den Posidonia-Flächen. Und die schweren Anker zerstören die empfindlichen Pflanzen unwiederbringlich. Dabei kamen die ersten Touristen wegen der Naturschönheiten auf die Insel. Mitte der 50er Jahre war das. Die Hippies der Flower Power Bewegung waren die Vorreiter. Dann kam der Massentourismus. 1,5 Millionen Menschen machen hier pro Jahr Urlaub. Bei gerade mal 140.000 Einwohnern. Das Image der Aussteigerinsel wird sorgfältig gepflegt auf Ibiza. Den Hippie-Markt gibt es immer noch, auch wenn man jetzt mit Kreditkarte zahlen kann. Gegen Abend beginnt das eigentliche Leben auf der Insel. Jetzt ist Party angesagt. Nachtleben, tolle Restaurants, Natur, Strand, super Wasser, alles was man braucht. Nette Menschen, Party. Ja. Abend auch weggehen. Abends weggehen. Man kann ein bisschen bummeln gehen, man kann nett essen gehen, man kann Party machen und das Wetter ist gut. Von daher. Etwas außerhalb, direkt am Flughafen, geht es dann in die großen Diskotheken. Drinnen dürfen wir nicht drehen, aber draußen ist auch genug los. Am nächsten Morgen filmen wir die Hinterlassenschaften der langen Nacht. Eine junge Frau spricht uns an, die hier gleich um die Ecke lebt.
Sie soll nicht mit uns, den Journalisten, reden über Ibiza, meinen die Nachbarn. Ibiza ist total verrückt, sagt sie. Für die Leute, die hier arbeiten, ist Ibiza eine Illusion. Ich arbeite ab 5 Uhr morgens, fast rund um die Uhr, für nur 1.000 Euro im Monat. Es ist furchtbar hier. Ich bin 45 Jahre alt. Ich werde älter. Und es wird so weitergehen. Das ist Ibiza. Sehr schön. Schaut euch doch mal die Wirklichkeit an, winkt sie ab. Alles, was die Politiker sagen, ist dummes Zeug. Wir wollen das wirkliche Ibiza kennenlernen. Wie geht es den Menschen hier, die in den Bars, den Restaurants arbeiten? Zur Saison kommen sehr viele Arbeitskräfte auf die Insel, sagt Vicente, der Kellner. Und diese Leute haben große Probleme, eine Wohnung zu finden. Es gibt Menschen, die Wohnungen und sogar Zimmer mit Fremden teilen. Und das zu Preisen, die alles andere als günstig sind. Zwischen 400 und 600 Euro im Monat. Nur wenige Wohnungen werden überhaupt zur Miete angeboten. Und wenn, dann zu horrenden Preisen. Und so wohnen manche Menschen sogar in Garagen. Oder in Mauernischen. Oder in Bauruinen wie dieser. Ohne Strom und ohne Wasser. Einer von ihnen kommt gerade von der Arbeit. Hier leben ganz normale Leute. Die meisten haben Arbeit und leben trotzdem hier. Das sind keine Penner, sondern Menschen mit Ausbildung. Aber sie haben keine Wohnung. Heutzutage gibt es Leute, die sich in der Saison ein Zimmer teilen für 600, 700 Euro. Und das für nichts weiter als ein Bett. Sie bezahlen für ein Bett das, was man früher für eine Wohnung bezahlt hat. Es ist ganz schön kompliziert hier auf der Insel. Geringe Löhne und absurd hohe Mieten. Da bleibt eben nur die Bauruine. Unmöglich. Es ist alles sehr teuer auf der Insel. Nicht nur die Mieten. Alles wird teurer. Die Hotels, die Wohnungen, die Flüge. Für uns ist die Saison eine sehr schwierige Zeit. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Für die Allerärmsten, die Alleinerziehenden, die Älteren mit geringer Rente, bleibt nur dieser Laden der Caritas im Zentrum von Ibiza Stadt. Hier gibt es gebrauchte Kleidung zu extrem günstigen Preisen, verkauft von ehrenamtlichen Helferinnen. Und gleich nebenan werden kostenlos Lebensmittel verteilt. Die Wochenration ist genau festgelegt. Das Essen stammt aus Spenden und einem staatlichen Hilfsprogramm. An Miete zahle ich 500 Euro, sagt sie. Das Geld, was ich habe, deckt das so gerade ab. Wie kann man hier überhaupt leben, dann, wenn die Mieten so hoch sind? Jeder treibt was auf, gibt sich Mühe. Manchmal habe ich auch etwas Arbeit und so kommen wir durch. Wir leben zu viert. Das Zimmer ist ungefähr so groß wie der Raum hier.
Wir haben das abgetrennt, damit wir alle vier darin wohnen können. Esta me la como yo solo. De una vez. Also die Wahrheit ist, es liegt am Tourismus. Die Bevölkerung ist stark angestiegen und damit steigen die Preise. Denjenigen, die ein Zimmer haben, erhöhen sie ständig die Miete. Das ist Missbrauch. Das dürfte so nicht sein, finde ich. Das ist doch paradox, meint Maite Barcin, die Sozialarbeiterin. Es scheint, als würden wir ja alle im Überfluss leben. Das ganze Geld, der Reichtum, den man im Sommer quasi mit den Händen greifen kann, die Yachten, der Luxus, all das löst sich in nichts auf. Für die Menschen ist das Leben auf Ibiza sehr schwer. Alles ist teuer, die Lebensmittel und vor allem das Wohnen. Für die Miete müssen ganz normale Leute 75% dessen, was sie hier verdienen, ausgeben. Und dann müssen sie zur Caritas und sich das holen, was sie sonst noch brauchen, weil einfach das Einkommen nicht reicht. Wo also bleibt das ganze Geld, das die Touristen ausgeben? Hier werden gerade Luxuswohnungen gebaut, sicher nicht für die Einheimischen. Wie die Fluglinien und die Hotelketten versteuern auch die Investoren dieser Ferienanlage ihre Gewinne anderswo. Auf der Insel bleiben nur die Jobs zum Billiglohn. Ibiza, die Partyinsel, der unbeschwerte Urlaub, die Luxusjachten. In Wirklichkeit bedeutet für viele das Leben hier eine Existenz in bitterer Armut. Für uns geht es zurück nach Mallorca. Wir fragen uns, wie ist es hier? Kann man auf Mallorca von dem leben, was man im Tourismus verdient? Das Hotel Marisco ist ein gehobenes Boutique-Hotel, weit ab vom Ballermann. Sylvia arbeitet hier als Zimmermädchen für etwas mehr als 1.000 Euro im Monat. Klar, Saisonarbeit. Aber für Mallorca ist das kein schlechtes Einkommen. Die Arbeit sei anstrengend, so sagt Sylvia. Doch leben könne sie davon nicht. Man schafft es, wenn beide in der Familie arbeiten, der Mann und die Frau. Mit nur einem Einkommen ist es sehr schwierig. Man braucht schon zwei im Haus, damit man über die Runden kommt und vielleicht sogar auf ein wenig mehr hoffen kann. Dabei hat es Sylvia noch gut. Viele, die auf Mallorca im Tourismus arbeiten, bekommen nur wenig mehr als den Mindestlohn von 850 Euro. Zum Beispiel Soledad Castro. Sie ist schwer krank. Die jahrzehntelange Arbeit als Zimmermädchen hat ihre Wirbelsäule chronisch geschädigt. Heute lässt sie sich bei ihrer Gewerkschaft beraten. Soledad Castro würde gerne aufhören zu arbeiten. Doch sie weiß, mit einer Mini-Rente wäre das Leben auf Mallorca unmöglich. Vor ein paar Jahren haben wir Soledad Castro schon einmal besucht. Auf ihrer kleinen Finca im Hinterland, wo sie mit ihrem Mann lebt.
Damals hatte sie uns die Tabletten gezeigt, die sie täglich nehmen muss. Schwere Schmerzmittel, um überhaupt noch arbeiten zu können. Ich muss 80 Betten machen am Tag. Im ersten Jahr geht das noch, im zweiten auch. Aber nach 7, 8 Jahren kannst du ohne Medikamente nicht mehr 100% geben. Alle schlucken Schmerzmittel, um weiterzuarbeiten. Und heute, einige Jahre später? Die Arbeit sei noch härter geworden, sagt Soledad Castro. Seit dem letzten Jahr geht es mir deutlich schlechter. Ich hatte eine Operation im Lendenwirbelbereich. Es ist aber nicht sehr viel besser geworden. Du spürst, dass es besser wird, solange du nicht arbeitest. Aber wenn du wieder anfängst und 90 oder 96 Betten pro Tag machst, dann ist es gleich wieder vorbei. Arbeit, die krank macht, zu einem Verdienst, der bestenfalls zum Überleben reicht. Heute gehen die Mallorquiner auf die Straße, demonstrieren gegen Sozialabbau und das immer teurere Leben auf der Insel. Mitten im Gedränge Antoni Noguera, der Bürgermeister von Palma de Mallorca. Einer, der beliebt ist bei den Einwohnern der Stadt. Doch tun kann er für sie nur wenig. In den vergangenen 3 Jahren sind die Mieten um 40% gestiegen. In vielen Vierteln von Palma zahlen Familien über 40% ihres gesamten Einkommens für die Miete. Ganz klar, das ist für die Familien wirtschaftlich nicht tragbar. Hier und auch auf Ibiza ist die Situation sehr schwierig. Es gibt nichts Schlimmeres für eine Stadt als eine Situation, in der es sich ihre eigenen Bürger nicht mehr leisten können, in ihr zu wohnen. Der Grund für die ständig steigenden Mieten: 25.000 Wohnungen in Palma werden an Touristen vermietet und fehlen den Einheimischen. Das soll jetzt eingeschränkt werden. Wir haben dazu ein Gesetz verabschiedet. Die Vermietung an Touristen ist nicht generell untersagt. Verboten ist das nur in Mehrfamilienhäusern. Wer das Gesetz nicht befolgt, muss Strafe zahlen. Doch das neue Gesetz wird nicht viel bringen. Zu viele Häuser sind bereits in Ferienwohnungen umgewandelt. Uns fällt dieser Pool auf, mitten in der Stadt. Eine Ferienwohnung. Ganz legal hat ein norwegischer Investor mehrere Häuser gekauft und aufwendig renoviert. Heute ist gerade Mieterwechsel. Eine Vertriebsfirma aus Köln hat hier einen Workshop veranstaltet. Eine Woche waren sie hier. Zum einen hat man einen eigenen Pool, wir haben die eigene Freizeit hier. Wir können genau das so gestalten, wie wir es haben wollen. Also Hotel wäre keine Option. Man ist hier direkt hier unter den Einheimischen. Ja, also man hat halt nicht diesen Ballermann-Effekt hier, sondern man kann hier wirklich abschalten und auch sein. Wir haben jetzt hier einen Workshop geplant und das hat super gut geklappt. Die Erholung der einen bedeutet Stress und Lärm für die anderen. Die Ferienwohnungen mitten in ihrem Viertel haben die Anwohner auf die Barrikaden gebracht. Ich lebe in der Nachbarschaft seit 38 Jahren. Das stört mich, weil ich Nachbarn verliere und weil es Spekulation gibt. Die Preise der Häuser steigen. Meine Kinder werden sich in Zukunft nicht mehr leisten können, hier zu wohnen. Das Geschäft mag ja legal sein, doch es stört mich, auch der Lärm, Tag und Nacht. Das passt nicht zu unserem Viertel. Hier leben Menschen, die arbeiten, ergänzt er. Die am nächsten Tag um 6 oder um 5 oder 7 Uhr aufstehen müssen. Es geht nicht, dass die Leute hierher kommen und rumschreien. Wenn sie Lärm machen wollen, dann sollen sie nach Magaluf gehen. Hier ist ein Wohngebiet. Hier leben ruhige Menschen. Wir wollen weder Probleme noch Lärm.
que no queremos ni problemas ni ruido. Mit der Gruppe aus Köln, die gerade abgereist ist, habe es keine Probleme gegeben, sagt Erik Olsen, der Investor. Ansonsten aber schon, gibt er zu. Wir wissen natürlich nicht, wie sich die Leute benehmen werden, wenn sie uns besuchen. Wir sagen ihnen, dies ist kein Platz für Partys. Das haben wir in unseren Bedingungen, die sie unterschreiben. Nachtruhe ist um Mitternacht. Manchmal respektieren die Gäste das nicht. Und dann reagieren wir auch. Doch der Lärm ist gar nicht das Hauptproblem. Auch die Touristen, die nur Ruhe suchen, verdrängen die Einheimischen immer mehr aus ihrer Stadt. Wir besuchen Gina. Sie ist arbeitslos, lebt hier mit ihrer Tochter. Ihren Nachnamen sollen wir nicht nennen. Drangvolle Enge. Ein Zimmer, ein Bad, eine kleine Küche. €500 kostet die Wohnung. Doch jetzt muss Gina raus. Sie steht vor der Zwangsräumung. Ihr Mietvertrag ist abgelaufen. Und Mieterschutz wie in Deutschland gibt es nicht auf Mallorca. Die Wohnung, so hat die Vermieterin den beiden gesagt, soll anderweitig genutzt werden. Ich muss die Wohnung verlassen, weil sie sie verkaufen oder für den Eigenbedarf nutzen will. Als ich eingezogen bin, da hatte ich 1.300 € verdient. Dann habe ich meine Arbeit verloren. Jetzt bekomme ich Unterstützung von meiner Familie und von der Sozialhilfe. Damit habe ich die 500 €. Aber die Vermietung an die Touristen hat dazu geführt, dass die Eigentümer immer höhere Mieten verlangen. Hier bei mir gegenüber zum Beispiel, da wohnen 4 Personen, damit sie sich die kleine Wohnung überhaupt leisten können. Es war ja gut hier. Mit Arbeit und Wohnung. Mal ganz abgesehen davon, dass die Besitzerin die Mutter einer Freundin von mir ist. Diese Freundschaft ist nun auch zerbrochen. Mallorca und Ibiza, Inseln kurz vor dem Kollaps. Die Politik will jetzt reagieren. Die Zahl der Hotelbetten soll in den nächsten 5 Jahren um ein Viertel schrumpfen. Private Vermietungen werden eingeschränkt. Ob das helfen wird? Die Urlauber jedenfalls werden sich auch weiterhin auf lange Warteschlangen einstellen müssen. Es ist viel zu voll leider, aber war gut. Gute Tage wieder. Hat Spaß gemacht. Der nächste, gehen wir weiter, Gas. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Ich will nicht so viel reden. Ich muss morgen arbeiten. Wir verlassen Mallorca. Weniger Touristen könnte eine Lösung sein. Doch dann würde der Urlaub teurer.